Oh, da hat etwas angebissen. Ein wildes Pokémon. Ich habe ein wildes Carpador geangelt. Ja, und damit seid gewusst, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum zu einem neuen Part. Pokémon, die gäbe zu mit. Sollen wir uns fangen? Zerschneider. Ja, du meinst da jetzt Zerschneider. Das haben wir im letzten Part bekommen. Das Item Zerschneider. KM Zerschneider. Oha. Carpador setzt Platscher ein. Es hat keine Wirkung. Zwei setzt Pokéball ein. Wunderbar, Carpador wurde gefangen. Ja, ab mit ihm auf die Box, würde ich sagen. Neuer Eintrag im Pokédex. Man sollte niemals große Hoffnung auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässlich und sehr schwach. Möchtest du Carpador einen Spitznamen geben? Nein. Jetzt haben wir ihn im Team. Level 5, okay. Ich wollte es nur mal gemacht haben. Mal einen Carpador gefangen haben. Du willst mir Shigi immer noch nicht geben? Ja. Du willst ihn ja einfach nicht geben. So. Ab mit dir in die Box, Carpador. Okay, einmal ablegen. Carpador abgelegt. Damit haben wir es gefangen. So, was ich heute eigentlich machen wollte, ist von hier in der Arena zu bestehen, zu erlangen, zu erreichen. Dafür brauchten wir Zerschneider, um hier durchzukommen. Lumanda, bist du noch da? Zerschneider. Und du Mann, da sitzt Zerschneider ein und wir können hindurch. Juhu! Ab geht's in die Pokémon Arena. Hey, warte! Du Champion! Achso, du Champion in Spe. Okay, das ergibt keinen Sinn. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen. Arena-Leiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Okay. Was das für ein Rätsel? Ich löse es. Ein Mülleimer-Rätsel. Okay. Hier ist nichts, bloß Abfall. Okay. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Aha. Hier ist nichts, bloß Abfall. Es ist überall nur Abfall drin. Nur Abfall. Nur Abfall. Ein Trainer. Der ist auch Abfall. Nee, Spaß. Der ist natürlich kein Abfall. Ist ein Trainer. Macht Sinn. Ein Trainer macht Sinn. Ein Trainer ist kein Abfall. Zerschneider. Ich setze jetzt mal das neue Attacke Zerschneider ein. Wieso die nicht auch im Kampf benutzen? Okay, sie bringt nichts. Ja, gut. Hätte klar sein müssen. Magnetido. Pikachu in der Elektro-Arena, ja, natürlich. Schön.
Ski haben wir noch nicht bekommen. Das wäre natürlich jetzt hier spitze. In der Pokémon-Arena hier gegen die Elektro-Pokémon. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch so vom Spiel gedacht, dass wir hier nicht mit einem Ski reinmarschieren können. Sondern schön erstmal ohne Ski zurechtkommen müssen. Und uns dann vielleicht das Ski besorgen können. Ja, das wird wohl erstmal nix. So Kampf. Pikachu gegen Magnetilo. Boah, Satz mit X, das war wohl nix. Pikachu besiegt. Tauboga eventuell. Ich mal Wirbelwind. Was? Magnetilo bleibt unversehrt. Glaube ich nicht. Na, kann ich ja nicht glauben, so sehr ich will, aber ist so. Kann ich daran zweifeln, was ich will. Es bleibt Tatsache. Hoch zu Kieb! Los! Tauboga hat es in sich. Ach, Mann. Worte formulieren ist heute nicht so meins. Sätze bilden. Magnetilo wurde besiegt. Endlich. Deswegen besiegte Matrose. Ich glaube, ich muss mein Team mal ein bisschen umformieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht gemacht. So. Dann haben wir einen kleinen Stein. Level 14. Dummanda Level 12. Die würde ich also schon mal nicht einsetzen. Ich würde mal Tauboga ganz an den Start setzen. Dann Schmetzbo. Und die anderen, ja, sollen sich dann so untereinander. Hier ist ein Schalter versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Schön, schön. Und das zweite? Nichts, hier ist nur Abfall. Hey, das wurde wieder verriegelt. Na toll. Hier ist der erste Rund. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ach du Kacke. Du musst die neue so suchen. Komplett neu versteckt. Hier ist nichts, bloß Abfall. Na toll. Immer neu zusammengelegt. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist auch wieder nur nichts. Ach je. Hier ist nur Abfall. Hier ist nur Abfall. 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 Hier ist Abfall. Ja, das ist natürlich Mist. Okay, der hat mich nicht erwischt. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Und wahrscheinlich ist dann der nächste Hebel irgendwo dort. Jetzt ist natürlich, schätze mal, erst hier. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Yay! Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Gut gepokert. So, da hat man natürlich eine gute Chance, dass sich die Tür wieder schließt. Jetzt können wir zum Age of Bob. Das ist der Arena-Leiter dort. Aber erstmal muss ich mein Pokémon-Team wieder aufheilen gehen. Aber hoffentlich auf einen halbwegs guten Kampf hier gegen Major Bob jetzt im Arena-Leiter-Kampf. Stillgestanden! Willkommen in der Pokémon-Arena von Orania City! Was ist das? Eine Elevation als Herausforderer? Hahaha, du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern. Du wischt! Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken. Junge, du hast keine Wahl. Du musst aufgeben. Ich hab nicht vor, aufzugeben. Nein, noch nicht. Vor allem, wenn der ein Pokémon hat. Ein Raichu. Okay. Mit 28, ja gut. Das ist gut gelevelt, aber das kriegen wir hin. Ja, ich weiß, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
fürchten den Kampf nicht vor dem Sieg. Aber ein Pokémon und ein Raichu, im Ernst, das für den dritten Orden. Was bist denn du? Das ist bestimmt eine Getränkeheim. Das könnten wir vorstellen, dass das ein bisschen in Länge gezogen wird, weil der ein paar Tränke einzieht, aber... Ja gut, Mega Hieb. Sind sehr effektiv gegen meinen Pokémon. Smetbo! Das ist natürlich Nummer Flug. Ja, das ist jetzt natürlich Typ Flug. Das ist gegen Elektro sehr anfällig. Man sieht es. Damit bin ich jetzt ordentlich am Arsch. Ja. So viel dazu, der Kampf wird leicht. Gut, haben wir sowas wie ein Beleber oder so ähnlich. Natürlich haben wir das nicht. Oh, das Nugget können wir gleich mal im Pokémon-Markt abgeben. Geben wir ein bisschen Geld für. Auweia. Das haben wir ja ordentlich versaubeutelt. Aber sowas von ordentlich. Ich sag ich noch, Pikachu und Kleinstein. Mit Kleinstein können wir auf nichts anfangen, den können wir vergessen. Ein Hochzug-Hieb. Ja, was soll's? Das bringt hier nichts mehr. Ich schaff das nicht mehr. Ich kann versuchen, jetzt hier noch ein bisschen stückchenweise, ruckweise mit Pikachu dem was abzuziehen, aber. Er ist Level 18 oder gegen das 28, 10 Level mehr. Was soll es, das wird nichts. Volltreffer, ja, seht ihr, wenn das ein Volltreffer war. Na, herzlichen Glückwunsch. Soll ich jetzt ein Item, soll ich einen Trank riskieren? Bringt ja eigentlich nichts. Wollt so ist denn. Naja. Heuler. Ja gut. Wenn er sowas einsetzt, dann kann ich natürlich einsetzen. Bitte nur noch Volltreffer jetzt. Dann können wir es schaffen. Hochzugieb. Boah. Könnte eine knappe Sache werden. Bitte halt aus, Pikachu. Halt aus. Halt einfach aus. Und jetzt setzt Heuler ein, Raichu. Pikachu hat kein Heuler mehr. Ja, das war's natürlich. Kleinstein könnte jetzt noch ein bisschen was abziehen. Könnte es Kleinstein schaffen? Kleinstein, Level 14. Nee, das wird nichts. Nein, das wird nichts mehr. Mega Hieb. Nein. Los. Mega Hieb. Komm! Das wird was. Ja! Nice! Aber sowas von knapp. Haben wir es geschafft. Kein Schnellrecht Level 16. Steinwurf erlernt. Perfekt! Mein Job besiegt. Haben wir es doch noch geschafft. Da habe ich schon fast gedacht, wir hätten es versaubeutelt und müssten noch einen Ansatz machen, aber. Perfekt! First try. Wow! Du weißt, wie man kämpft, Kleiner! Ja, nicht wirklich. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Zwergi gewinnt 2772 Puck-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Major Bob hervor. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit fliegen einsetzen. Vorausgesetzt, du hast die VM fliegen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Zwei hält TM24. TM24 ist Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Das Item hier, das TM, das neue, das ist doch, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man das Pikachu beibringt. Donnerblitz. Das bringen wir mal Pikachu bei. Ist, glaube ich, nicht falsch. Nicht mehr als vier Attacken. Eine Attacke zugunsten von Donnerblitz vergessen. Ja, und zwar...
Rutenschlag, ja, das war sowieso sinnlos. Rutenschlag vergessen und Donnerblitz erlernt. Und dann können wir gleich mal... Wo haben wir es hier? Ach, jetzt Glubschrei? Nein. Nein, das ist nicht, was ich will. Ich will... Nein, das will ich auch nicht. Ich möchte... Schaufler, ja. Genau das möchte ich hier einmal beibringen. Meinem Kleinstein. Kleinstein lernt Schaufler. Und da hat es damit vier Attacken. So. Einmal. Oh, verdammt geschwächt ist mein Team. Zerschneider einsetzen. So. Und du. Drehst den Donnerhorn. Dann bist du ein guter Trainer. Ich habe ein Shigi gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Würdest du dich um ein Shigi kümmern? Ja, gerne. Zwecke erhält Shigi. Endlich. Nach dem Donnerohren, also ernst. Nein, keinen Spitznamen geben. Okay, aber behandle mein Shigi gut. Werde ich machen. Welches Level ist denn das Shigi? Shigi Level 10. Oh, ah. Gut, müssen wir wohl noch trainieren. Können wir wieder den Modus hier auf Training stellen. Können wir wieder im hohen Gras ein bisschen offscreen Training machen. So, Level 10, Level 16. Level 17, Level 18, Level 20. Ja, perfekt. So die Reihenfolge, dann können wir es trainieren. Mach ich ein bisschen offscreen und dann haben wir wieder ein einigermaßen gutes Team, wenn ich dann Shigi ein bisschen hochgelevelt habe. Team ist vollständig, 6 Pokémon. Vielleicht werden wir noch das eine oder andere Pokémon wechseln und uns dann noch ein neues Pokémon ins Team nehmen. Aber erstmal mal ein vollständiges Team. Bestehend aus Pikachu, aus Kleinstein, aus Glumanda, aus Pikachu, aus, aus Shigi, aus Smetbo und Tauboga. Pikachu habe ich zweimal genannt. So, da haben wir jetzt auch Shigi bekommen. Perfekt. Machen wir uns auf der Suche nach der Attacke Fliegen. Nachdem wir hier im Pokémon-Markt unser wertvolles Item verkauft haben. Hier hätte ich für dich... Achso, das ist der Kauf. Muss natürlich in den Verkauf. Ich habe hier für dich mal ein Nugget. Wuhu! Da kriege ich aber einige Pokédonner. Und dann können wir hier auch mal wieder ein bisschen kaufen. Was haben wir hier? Haben wir mittlerweile Beleber? Nein, haben wir natürlich nicht. Supertränke haben wir noch genügend. Erstmal 2 Pokébälle kaufen. Ich denke, wir haben hier noch auf Vorrat. Reicht erstmal. So, und dann geht's, wie es aussieht, auf dieser Route weiter, weil... Das haben wir verpennt, das Schiff ist abgefahren. So wollen wir rausmarschiert im letzten Part. Die Dicta-Höhle. Da werden wir nicht durchgehen, denke ich. Erstmal hier die Route lang marschieren. So, passt doch, oder? Einfach hier mal lang. Unser erster Trainer hier auf der Route. Wenn's kämpfe, ich kann ihnen nicht widerstehen. Oha, wer bist denn du? Spieler möchte kämpfen. Mit 2 Pokémon. Los, Shigi. Jetzt können wir ihn gleich testen. Level 10, 18. Ja, na gut. Aber es ist halt Wasser. Dann haben wir Blubber. Von Fenster setzt Wachstum ein. Kannst du ruhig machen. Soll dir nichts bringen. Okay. Natürlich hier der richtige Ansprechpartner für den Kampf gegen Pflanzen-Pokémon. Hätte ich fast vergeigt. What's the fail? Glut, seht zu und staunt. Ja, gibt's nichts zu staunen. Ich dachte, es wäre effektiver. Da habe ich mich wohl vertan. Zerschneider, das müsste doch gegen eine Pflanze effektiv sein. Was auch nicht. Ist ein Giftschaden, wie man da. Nice.
Finde ich schön. Wenn du mich vergiftest. Wie am Anfang der Route. Kratzer. Okay. Es sieht nicht perfekt aus. Es sieht nicht ultimativ aus, aber könnte was werden unter Umständen. Auwei. Das sieht ja auch nicht gut aus. Gift schadet Blumanda. Blumanda wurde besiegt. Tauboga vielleicht. Könntest du mal was machen? Mit Windstoß. Weh ist davon das Pflänzchen. Das Knuffenser. Oh, das war gut. Schie halt ein paar EP-Punkte. Tauboga erreicht Level 22. Gut, gut. Mirabla. Ja, damit. Windstoß. Ist das auch so effektiv? Jo, das ist effektiv. Das bringt was. Wenn man das einsetzt. So, immer Ruckzuckhieb. Na. Dann noch einmal eine Attacke. Dann hätten wir's. Hab hier verloren. Ist K.O. Wurde besiegt. Zwei besiegt Spieler. Immerhin hatte ich eine Chance. Zwei gewinnt 1200 Pokémon, Dollar. 1260 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Aber mein Team ist geschwächt, aber ich gehe weiter. Ja, hohes Gras. Oh, das sieht schon wie ein Dörfchen aus. Nee. Das ist... Oha! Ein neuer Trainer. Ich muss noch ein bisschen weiter runter, um ins Dörfchen zu kommen. In meiner Klasse bin ich der Beste. Sehen. Wie dein Pokémon-Team aussieht. Drei Pokémon. Ob deine Klasse so schwach ist oder... Ob... Du halt... Also, wenn du der beste Pokémon-Trainer bist aus deiner Klasse, dann ist ja alles andere schwächer. Also, dann wollen wir mal sehen, wie deine Klasse jetzt ist. Und gräbt sich ein. Das kennen wir doch, haben wir doch gerade eben schon gegen einen Ratzfatz gekämpft. Was ging daneben? Glaube ich nicht. Superzahn. Ist ausgewichen. Was wird denn hier? Vergräbt sich. Schaufler. Los, mach es alle. Perfekt. Schaufler sehr effektiv. Damit muss ich kämpfen. Ratzfatz. Los. Schaufler. Die geklaute TM. Lieber dem Team Rocket Typ abgenommen haben und dann selbst mitgenommen haben. Ja, was soll's. Man wollte es ja nicht zurückhaben. Jetzt hat sich Kleinstein. Radikal. Oha. Das finde ich aber radikal. Das ist aber eine sehr radikale Handlung hier von dir. Badumts. Hat mal jemand ein Schlagzeug für mich? Wo ist mein Schlagzeug, wenn man es mal braucht? So. Besiegt. Und du bist der Stärkste aus deiner Klasse. So. War jetzt nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark. Mittelmäßig. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ja, das muss ich auch. Das muss ich allerdings. So. An dir kommen wir nicht vorbei, oder? Gegen dich müssen wir auch noch kämpfen. Ja. Und dann soll es einen Kampf geben. Ich habe noch nie verloren. Ja, dann wird das hier wohl dein erstes Mal. Wie es aussieht. Ich habe nicht vor zu verlieren. Passiert zwar ab und zu, aber... Ich habe nicht vor. Was? Das war ein Volltreffer. Wollen wir wohl nicht über das Verlieren reden. Ist ja wohl klar, wer hier jetzt gerade verlieren wird. Voltoball wurde besiegt.
Dein Stand erreicht Level 18. Perfekt. So trainiert man auch sehr gut Pokémon. Nein, ich möchte weiter kämpfen. Magnetino. Schaufler. Nein, erstmal Tackle. Und jetzt Schaufler. Bitte lass es klappen. Ein epischer One-Shot. Game over, mein Lieber. Du hast verloren. Ein besiegter Spieler. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, das war es, dein erstes Mal. So, sind wir hier. Wo sind wir hier? In einem Durchgang. Und da geht's ruf. Na, was macht ihr hier? Suche nach einem Schlurp. Tauschst du es gegen Diktri? Ja, grundsätzlich gerne. Also, Schlurp gegen Diktri, ein guter Tausch für mich, aber ich hab keins. Tut mir leid. Was haben wir hier? Du schaust durch das Fernrohr. Der einzige Weg von Azuria City nach Lavandia führt durch den Felstunnel. Schön, dass wir darüber Bescheid bekommen haben. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, Zwergi, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Nee, leider noch nicht. Da muss ich leider später wiederkommen. Da muss ich noch ein paar Pokémon fangen. So sieht's aus. Momentan habe ich nur 8 gefangen. 2 liegen auf der Box. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allein Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ja, ich habe nicht vor, meine Pokémon zu benennen. In diesem Spiel zumindest nicht. Jo, hier haben wir ein Relaxo. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. You shall not pass. Du sollst nicht ausweis. Ja, ein gutes Englisch. Na toll, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder durchs hohe Gras zurücklatschen hier. Und halt solche. So. 2 Trainer haben mich unterwegs Platz gemacht. So. War ein sehr erschwerlicher Kampf zurück. Kampf auch. Erschwerlicher Weg. Ein steiniger und harter Weg. So, mal mein Pokémon-Team heilen. Und dann geht's zurück nach Azuria City. Da müssen wir mal einen anderen Weg gehen durch eine Höhle. Richtung Lavandia. Lavandia ist jedem bekannt. Und dann würde ich mal sagen, der Part hat bestimmt schon Überlänge. Und dann, ja, im nächsten Part jetzt wieder zurück hier. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir dort wieder hin. Und dann, ja, freue ich mich auf Lavandia. Bis dahin. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl, haut drinne.